Nach dem Regnen kommt es kein Schiffe, nach dem Schiffe kommt es kein Eichen. Das auch hier nicht anders. Im Super Mario Galaxy, gute Grüße, herzlich willkommen zurück zu meiner neuen Vögel in der Schwimmbad-Galaxie. Die letzte Galaxie vor dem grossen Endkampf gegen... Gut, es ist nicht der grosse Endkampf, es ist ein kleiner Zwischenkampf, aber es zählt. Schwimmbad-Galaxie, die Marinefestung. Das ist schon mal ein geiler Name. Allerdings... Glaube ich mich zu erinnern, dass das ein echter Pain ist da drinnen. Boah. Ja. Yume Yoroshi, hallo! Schön hast du auch live eingeschaltet bei mir. Oh yeah. Gut, es ist auch was anderes als live bei mir eingeschaltet, aber egal. Löbing Leute. Das hier war früher mal eine Wasserfestung, genannt Schwimmland. Aber jetzt ist sie verlassen und wir schieben hier Wache. Willkommen im Schwimmland. Dankeschön. Was sagst du schön? Hast du nicht gewusst, wenn du das Henkelbein im Wasser zerstörst, steigt die mittlere Turm bis in die Höhe? Das habe ich nicht gewusst. Hat mich aber auch nicht interessiert. Da muss jetzt ehrlich sein. Okay. Gut, aber das heisst, also wenn ich da durchverstanden habe, komme ich da gerade eins und noch nicht weiter. Sondern muss. Jetzt ist mal das Henkelbein zerstören. Oder ich mache etwas anderes. Moment. Okay, Moment. Ein bisschen links. Ja, ah oh, nein, nein, sorry. Nein, ich hab's nicht blöd. Okay. Gut, ich hatte die Schwimmanimation, die Schwimmphysik nicht so sehr erlauben letztes Mal, weil sie kriegt nochmal auf. So. 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 Aua. So. Jetzt tun wir uns mal anmelden gehen. Und könnt den... Also ich glaube, es ist ja voll Käse, wenn wir uns eigentlich bleibt zerstören. Das heißt für mich, das Ding da. Das können wir nur mit irgendeiner Bombenkanone etwas ähnlichem zerstören. Und dort kommt ja, da kommt ja schon. Hallo, Bub. Hallo, komm da. Genau da, genau da. Wenn ich etwas würde sehen. Komm da. Nein, hallo. Alter, da, das da. Nicht mich. Nein, das ist doch ein Scheiß. Juhu. Ich werde verfolgt, das ist ein gutes Zeichen. Komm, Bub, da. Ja, danke. So, danke, das habe ich wollen. Merci viel, viel mal. Oh. So, die Schwimmhelfer sind vorher nicht da gewesen. Aber thanks. Thank you so much. Okay. Da haben wir noch ein bisschen sättiger Scheiß, aber mir nicht. Schade, schade, ist das auch nichts. Schade. Um ein Geld. So. Dünn. Das ist über der Drabe. Mhm. Von wegen Schwimmhof. So. Gut, es hat die für sich behauptet, ein Schwimmhof zu sein. Das habe ich eben einfach so eingeredet. Hui. So. Juhu, okay. Gut. So. Eigentlich könnte ich einfach so. Hui. Ho. Hua. Nein, ist kein mehr gönnt, regulär. Okay. Unsere Gegner tun sich gerade hier gegenseitig ein bisschen abmulchen. Aber ich mache es so. Ach komm jetzt. Jawohl, da nicht wollen. Und dann noch nicht dahinter wollen. Achtung, Achtung, Chat, das machen wir so. 1, 2. Ui! Okay, wir machen es nicht so gut. Ja, hat mir gelangt.
eine Menge Fantasie. Hat mir das gelangt. So. Hup, was sagst du mir? Der Wasserdruck spielt verrückt. Kannst du ihn nicht mit deinem Ventil abstellen? Könnte ich schon. Dann einfach. Da ist ich! Ein Problem, ich habe keinen Bock. Nachdem ihr mich abgeschlossen habt, habe ich sowieso gar keinen Bock mehr. Könnt ihr euch eine neue Sonderbox suchen für euren Scheiß? Ich mach das hier nicht mehr mit! Verdammte Scheiße! Autsch. Was ist das für ein fetter Hurenblock da? Hast du einen Namen? Ich heiße Blocky. Ja, komm jetzt. Verarsch mich nicht. Okay. Heia! Niemand heißt Blocky. Ich schon. Ach, halt der Latz. Und ein Sprung ist nichts. Ja, so nüt ist es doch nicht gewesen, so. Weißt du, warum kann ich jetzt einfach da... Galaxy Schei... Ja, ich hab's gesagt. Galaxy Schei. Ja, den hab ich gesagt. Es ist noch bei Schei. Es fehlt noch Doppel-S-E. Aber glauben wir, das kommt noch. Hey, sorry. Es ist einfach die schlechte Steuerung, die Joy-Cons halt haben, gepaart mit Bewegungssteuerung und so Zeug. Von der Wii damals. Jetzt gehe ich nicht mehr da rauf probieren, weil, Gott verdammt, warum hat man es im Gamecube so gut können drehen und da rauf? Warum ist das da jetzt so viel schwieriger? Was habe ich gemacht? Wieso kann ich den Dude hier beschwören? Ah, hat das Zeug hier eliminiert. Ah, oh, die brauchen ihn zum Durchkommen. Ah, okay. Das Zeug bewegt sich, das vorher nicht bewegt. Dann fahr ich. Ah, shit. Ah, shit, here we go again. Frasche geht er mich auch. Frasche kann ich mich auch liken, da brauche ich euch nicht dazu. So, kommen wir noch durch. So, rauf mit. Ach, warte halt. Ja, du kannst auch warten, weisst du? Setzt dich auf einen hohen Stress. Meine Phrasen. Ich muss langsam irgendwie den Stock rauf. Wie mache ich das am gescheitsten? Da muss doch irgendwas dazwischen irgendwo hochkommen. Was meine ich, wenn ich so eine. Da machen können, wäre ich schon lange da oben? So. Hm. Ach komm! Jetzt komme ich gerade nicht rauf. Jetzt. Was? Kann man denn sagen, warum ich jetzt da drauf gehe? Hier. Hä? Muss ich überhaupt tun? Schlussendlich ist schon. Fährt noch einer. Irgendwo fährt noch einer. Wenn du mal gesagt, wo? Seht ihr's? Na, ja, gut, das ist genau, aber das ist noch nicht. Hm.
Drunter? Was zum Teufel ist das? Das ist voll schocker. Lol. Merci für den Stutz, aber ich hätte jetzt gerne so ein blaues Ding. Titanus nicht. Bekomme ich es vielleicht, wenn ich das Zeug da kaputt mache? Ist das eine Possibility? Ja, ist es denn die Possibility? Dum 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 na 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 Okay, das hat nichts mit dem zu tun. Wow. Da bist du Mosen und Dude, und hab das gleiche gemacht. Und mit einer Reihe. Aha. Und schau dich die Form von dem Ding an. Habt ihr gesehen? Vielleicht sehen wir es jetzt besser. Es ist ein. Es war ein Pokéball gewesen. Wir sehen es nicht. Aber die Galaxie ist tatsächlich so angeordnet oder so designt wie ein Pokéball. So. Dun 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 gespeichert. Okay. Coole Galaxie gewesen. Coole Galaxie gewesen und da hat es ein Risiko-Commit und den machen wir ab vor dem Bosskampf. Oh oh, es ist die Phantom-Galaxie. Und es ist ein Risiko-Commit. Ihr wisst alle, was ein Risiko-Commit heisst. Im Anflug auf Risiko-Commit. Risiko-Commit heisst Weltallschutz. Wir haben es. Oh Scheiße, sorry. Verdammt, Entschuldigung. Wir haben nur eine einzige Chance. Ein einziges Leben. Und das muss sitzen. Ist das der schwerste Komet überhaupt? Schabernack-Komet? Viele sagen ja. Ich sage... Willkommen. In der Hölle. Damn it, sir! Aber wir probieren es natürlich nochmal. Kann nicht sein, dass wir da schon aufgeben. Nee, 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 nee. Juhu! Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen besser ausweichen. Mit mir meine ich. Laufen, 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 boom, boom. Okay, das kann mir nicht passieren. Jetzt müssen wir den Bucher da schnappen und boom. Gut. So weit, so gut. Achtung. Das ist okay. Das macht mir gar nichts. Er wird machen einen boom, boom, boom machen. Zack, 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 zack. Bucher nehmen. Und sowas von nicht brechen. Genau das, was ich will. Das war jetzt gern. Kein Böder. Perfekt. Jetzt aber! Ja, lada! Das zweite Deck ist recht nachbenannt, das ist gut. Es gibt recht viel Platz zum Werken.
Tschüss. Das Ding ist schwer. Aber wir geben nicht auf. Wir geben erst einen auf, wenn wir es nicht mehr können richten können. Und das wird nie sein. Okay. Wir haben es schon mal ein bisschen bewiesen, dass es einigermaßen geht, dass wir einen Schaden hinbekommen. So. So, so, so. Okay. So. Da hier und drin rein. Gut. Nummer 1. 1, 2, das interessiert. Ah, da! Umdrehen. Uff. Gut umdreht, gut. Auf der Waffe, da tut er da dran. Okay, okay, okay. Jetzt gehen. Okay, Buna. Nimm den. Okay, super. Ich kann nicht damit gerechnet, dass er das wirft. wie könnte man auf das kommen? Okay, aber es wird kontinuierlich besser. Wenn wir das wieder machen, schaffen wir es heute noch. Nein, komm, es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, es ist nicht so schwer. Okay, 1, 2, dann nehmen wir den zweiten Buhu. Da. Gut. Und da tun wir gerade nach. So. Okay. Gute Runde gewesen. Dann nehmen wir den zweiten. So. Ah, verdammt. Brechne halt! So. Geht doch. Zweite Form. Mit zwei Hängen. Okay. Die Hände stören in erster Linie, indem sie den Kontakt zu ihm reduzieren. Sprich, ich kann er nicht so gut, dann kann er mit dem Buhus. Joy-Con kann ich dafür. Joy-Con kann ich dafür. Joy-Con kann ich dafür. Das Prinzip von den Joy-Con sind schön und gut, aber. Wer kann mit denen gamen, Mann? Die sind viel zu klein. Viel zu klein. Ganz ernsthaft. Zwei wie Fernbedienungen viel besser. Gut, das ist vielleicht gar gross, aber... Ich liebe Switch über alles. Games sind genial. Er hat mich nicht berührt! Er hat mich nicht berührt! Er hat mich Er hat mich nicht berührt! Ich schwöre auf fucking alles, er hat mich nicht berührt! Ich schwöre auf Kopf durch die Haus! Ah, voll landig. Er hat mich nicht berührt! Er hat mich nicht berührt! Er hat mich nicht berührt! Das war eine ideale Sache gewesen. Voll dumm! Okay, ich muss ein bisschen rüber. Nur das schwingt in die Richtung. Gegen Uhrzeigersinn. Was auch immer. Ernsthaft. Aber wie geht das so? Oh Mann! Du musst in die andere Richtung schwingen! Es ist nicht zum Glauben!
habe ich alles gemacht. Ja, warte, zwei Berufskungen, hat alles gemacht. Komm mit X. Kommt der erst mit Y lang genau, der zweite mit X. Doch, um. Ich weiß nicht, ob man das jetzt den Arsch gerettet hat oder ob man den Arsch kaputt gemacht hat. Platz. Da musst du erst sitzen. Jawohl. Da musst du erst sitzen. Wenn wir den ersten Buch kaputt machen, das ist mir lang gewesen. Souverän aufgegangen. At this point, the Buhu is merely a protection. That's not what it's supposed to do. Mann! Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Gut, da bin ich nicht mittig gelandet. Die hat es nicht verdient, aber komm jetzt! How much misfortune can one have? Dann machen wir meine Hände unter den Tisch. Vielleicht geht's dir! Deine Schnappe, boom! Zweite Schnappe. Ein bisschen weniger boom, aber auch. So. Hast du zweimal boom, das willst du noch mehr? Dreimal? Na gut, kannst du haben. Okay. Gut, da hat es sogar noch einen, oder? Okay. Die erste Runde haben wir jetzt relativ safe. Die zweite Runde regt mich ein bisschen auf. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Kann man das nicht animieren? Das gibt mir nicht. Überspringen, komm! Ich muss es nicht jedes Mal sehen. So. Wo ist der andere Buhu? Okay, komische Runde gesehen. Jetzt
weiss auch, warum sie immer die Schabernacken mit haben müssen machen. Sie sind nicht einfach. Okay, gut. Kann man fast schon ausweichen. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, da. Nimm! Okay. Ja, super. Zentriere bitte, zentriere bitte. Nein! Für eine Sekunde habe ich gedacht, ich kann all die normalen Steine mit Y wegschlagen. Aber wieso würde ich so etwas überlegen? Warum würde ich so etwas sagen? Natürlich kannst du das nicht. Hey, zum Glück haben wir letztes Mal so viel. Zum Glück haben wir bis jetzt zumindest so viel Leben angesammelt. Boom, boom. Habe ich es gerade zweimal boomt? Oder zählt es als einmal? Kommt drauf an, ich muss noch dreimal boomen, um es in die Geisterform zu bringen. So eine Frage, muss ich noch einmal boomen oder zweimal? Er wurde von einem Stein beworfen. Deine Eltern wurden mit einem Stein beworfen. Du wurdest mit einem Stein beworfen. Der ist noch irgendwo da draußen, um andere Leute mit Steinen zu bewerfen. Oh Mann. Wir sind schon eine halbe Stunde dran. Ich kann nicht wieder noch den Endkampf machen. Gut, dann mache ich auch noch. So spürt nur Terran ab, wenn er hässig ist. Boom, 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 boom. Was ist so viel schwieriger in dieser Form? Check's nicht. Tüchtangriff, ja gut. Kommt der schneller? Nicht schneller, aber besser. So kommen wir besser. So kommen wir gezielt in mein Face. Ah, nicht so das Gefühl. Okay. Schon zweit, okay. Wenn ich so mache. Das ist das Geräusch von meinem linken Joystick nach links. Ich mach's mal jetzt. Der merkt um ungefähr 0,78 Sekunden. Nein, das ist zu viel. 0,2 Sekunden Verzögerung zwischen der Aktivierung vom Steuerung und von der Ausübung. Von Mario. Das ist zu viel, Nintendo. Das ist zu viel. Aber es ist doch fast nichts. Ja. Madre mia, du ja. Alter. Wenn ich mehr Fluch würde kennen, ich schwöre auf alles würde zu bringen. Aber ich bin ein christlicher Bub. Nein, scheiß bin ich. Also, komm. Ich muss wieder ein bisschen in Concentration Mode rein. Sorry, wenn ich gerade nicht so viel labere. Seid ihr auch froh? Zweit. Okay.
hättest du mir noch einen geben können. Okay, gerade der erste. Der geht nicht. Geht nicht, okay. Okay. Jetzt aber die zweite Form. Erste Mal, okay, gerade der erste. Ich flüre auch eine halbe Sekunde, weil noch mit Y. Zuerst noch drin jetten. Wenn Y drückt, um in dem Versuch, den schwarzen Stein aufzufangen, ist es nach einer halben Sekunde, wo ich nicht ausweichen kann auf den anderen Steinen. Linke Faust, rechte Faust. Okay, noch eine Faust. Oh, dann willst du nicht gefangen sein. So, raus. Linke Faust. Also von mir aus links. So. Okay, Hose richten. Da. Na, okay. Komm, jetzt setze ich nicht mehr schief gehen. Ich nehme gerade auch hier unten kommt. Oder auch nicht. Please. Zum Glück jetzt Mario Galaxy Nummer 2 Runden. Puh, zum Glück ist das Spiel so einfach. Oh Gott, aber ich habe es geschafft. Beim zweiten Mal. Nicht schlecht. Was, beim zweiten Mal? Ja, komm. Quasi. Boah, wie stark ist das Ding? Puh. Angenehm mild. Okay, wir haben ein Drittel von den Sternen geholt. Fuck, ich bin den ganzen Tag schon dran. Scheiße. Wirklich länger gehen. Okay, aber wir haben jetzt endlich wenigstens die hure Galaxie nachher hinter uns. Nicht ganz so, als noch ein geheimer Stern. Das ist ein Luigi Stern. Das auch. Das auch. Das auch. Und wir gehen da hin. Bowser Juniors. Schiffsfabrik. Dorthin fliegen. Dann Kampf noch machen und dann gehen wir in ein neues Zimmer, eine neue Kuppel von Jägerbau zusammen an. In eine neue Kuppel, dort gehen wir Schalanak treiben und Schalanak kann mit der Pferd treiben und dann geht's los. Mit der neuen Welt, mit neuen Sachen, mit neuen Galaxien und hoffentlich mit mehr Geld. So. Willkommen in der Galaxie. So. Holt das Siechenwerk mit Zeug. So. Ich nehme mit. Der Tee ist gut. Oh. No. Nein, ein falscher Knopf drückt. Nein. Ich wollte nicht meine ganzen Sternteile verschießen. Ich wollte. Ah, Mann. Ein falscher Knopf drückt. Die Ober. Peinlich. Upsa. So. Da. Da muss ich aber da graben. Juhu. In den Kopf gibt es noch keinen Stern. Opa, Ladi, das sieht gut ja ab wie Schmitzkatze. Warum heißt das Abgabe wie Schmitzkatze? Kennt die Katze jemand? Kolleg, gib mir eine Münze. Mal. Deeply appreciated. Tack. Man kann auch dumm sein. Hey du. Ja, ich würde gerne etwas bei dir käuflich erwerben. Und zwar für 30 Sternteile wollte ich mir kaufen. Ich habe nur 3. Ach, scheiße. Gut, Kollege. Ich brauche Sternteil! Ich brauche noch Witz! Kollege Hessig, hast du mehr Sternteile? Jawohl! Ich brauche noch 8. Chef, hast du mehr Sternteile? Bruder, sorry, nein! Schade, schade, schade.
Da kann ich mich noch drehen. Was machst du da? Stadtteil. Genau 30. Das ist kein Zufall. Lalalala, gut 200 vergeben. Muss ich sagen. Aber okay, ich nehme das. Nehmen. Mittlerweile brauche ich wieder One-Ups. Wir belegen 15 für den Peach geschenkt bekommen. Jedes Mal, wenn wir eine neue Kuppel betreten, haben wir eine geschenkt. Wir haben 5 geschenkt für den Peach. Das heisst, eigentlich wären wir schon fast gekommen. Gut, wir hätten noch doppelt so viel. Aber gleich. Oh, verdammte Pilze sind noch mitnehmen. Okay. Good. Now we're talking. 3, 2, 1. Oh, voll daneben. Das ist ja gleich. Wir hauen es. Oh, falsch Knopf. Hey! Wow, wie schnell du eingesogen wirst, Alter. Stell dir das vor. Du hast doch dich zu schnell eingesogen. Eingesogen, würde ich sagen. Ja, super. Oh. Das ist ein ganzer Sternteil wiederholen. Sternteil. So, noch 4, glaube ich. Da hängen jetzt noch 4. Hey, loslassen. Sonst hätte der Käfer dort noch ein paar. Ich glaube, es ist so eingestellt, dass da, nur da kannst du genau so viel holen, wie du brauchst. Das kann ich jetzt gerade testen. Wenn ich jetzt 2 hier habe, gibt es genau 30. Oder vielleicht ein weniger, falls man verkackt ist. Okay, es sind eine mehr als. Eine Reserve gibt es. Okay, aber naja, wenn ich natürlich runtergehe, nützt mir das alles auch nicht mehr. Und jetzt kann ich noch so viele Sternteile haben, bis ich noch so viel Maxkraft habe. Das ist ein Instant-KO. Nachher muss ich unbedingt so finden, wie das Texttempo anpassen kann. Kollege, das ist mühsam. Okay. Das war der Schmutz. Der Munz, der Pilz. Ich wollte Münze sagen, aber der Munz, aber. Ah! Der Pilz, das muss ich nicht vergessen. So. Mit vorne. Das war vielleicht zu weit vorne. Gott, der Stress. Kollege, ich brauche einen Munz. Gib mir bitte. Komm geht's, einen Munz. Das ist nicht ein Munz. Ah, Scheiß auf dich. Jetzt suche ich auch nicht mehr. Gute. Was setzt? Nicht muss ich mir persönlich Platz quasi mit den großen Stern, aber du wirst dann versuchen, doch ihn zu erbeuten. Kollege. Mach ich einfach. Oh, schön. Ich muss auch mal eine gute Verteidigung vom Gegner appreciate, okay? Ja! So, dann kann ich jetzt nicht schießen! So, wunderschön. Das passiert aber nicht viel. Ja. Okay, jetzt brauche ich einen Munz. Ja, jetzt brauche ich einen Munz. Ich habe hinten Munz gesehen. Munz. Noch einen Munz. Ah, da. Kann man blöder sein als ich? Offensichtlich, wenn man noch mehr ich ist als ich schon. Was, ich habe recht? Wie ist das gegangen? Lol. Nimm das! So, Kollege, ich brauche schnell eine Pause. Aha, und so da. Ah, wie kann man das da aufschießen? Kollege, schieß das auf! Kollege! Nicht, gell? So, zwing dich zu nichts davon. Hey, Kollege, da bin ich. Du auf die Seite! Ich denke, der Cooper-Panzer beschützt mich ein bisschen. Das war offensichtlich nicht. Willst du mich verarschen? Willst du mich fucking verarschen? Ich wollte mal erwähnen. Nicht nur finde ich es ein Scheiß, dass da ein Gumba in der Kiste war, wo eigentlich ein Münze sein für so arme Siechen wie mich.
Nach einer Stampfattacke auf besagte Kiste. Geht der nicht kaputt? Nein. Nein, er geht nicht jemand kaputt. Nein. Er besiegt mich. Logik? Flick Gumba sind prädestiniert dafür, von der Stampfattacke besiegt zu werden. Spinnen. Nenne einen Gegner, von dem du nicht erwartest, getroffen zu werden. Ja, spinnen. Kollege, gib mir einen Mund. Das ist kein Mund. Ich habe noch nicht das Gefühl, die Konversation schon mal gehabt. So. Und jetzt bitte, lass mir etwas Gelaber. Bitte. Na, dann hört es mir nicht. Ich muss es sogar noch nicht am langsamen Texttempo verlesen. Wurf! Fuck, ist der daneben. Wurf! Fuck, ist der noch danebiger. Wenn man denkt, danebiger geht's nicht mehr. Der ist zu hoch. Ja, super. Nimm das! Okay, fangen wir uns an konzentrieren. Da, er fällt schon an lachen. Ja. Komm mit. Merci mal. So, nicht nur geht es ein Level Up, sondern auch 3 Mons, wo wir jederzeit heilen können. Oh, das ist auf den Kopf. Das war ein Critical Hit, oder? Also wenn ich in Fortnite einen Kopf schieße, dann gibt es auch mehr Schaden. Ja, ich spiele Fortnite, okay. Seid ruhig. Der hat es auch schon überlegt, gebt es zu. Dreht er sich geführt, was heisst er? Seine Trefferfläche ist geringer. Ja, aber wenn man so gut trifft wie ich, spielt das absolut keine Rolle. So. Aber ich kann noch von der Seite ein bisschen treffen. Blick er wirklich drauf? Lol. Oh, Mario hat den Dungeon Control sehr scheiße Leute ausgesehen. Okay, wir wollen natürlich episch abschließen. Mit vollen Herzen. Jawohl! Pose! Ja, Mann! Komm mal, hätte bessere Pose können sein. Wunderschöne weitere Galaxie. Nein, nicht eine Galaxie, es ist eine Welt, es ist eine Kuppel, es ist ein Universum. Oder? Ich weiß es nicht. Haben wir erledigt. 4 von 4, wunderbar, es geht eine auf. Und zwar ist es das, was ich denke, dass es das ist. Richtig. Gut, zuerst haben wir einen Bosa Junior Schriftrack für den Bosa Samara geschafft. Dann haben wir die Galaxie komplett auch geschafft. Und eine neue Bestklasse 5 Münzen haben wir geholt. Das ist eine souveräne Leistung, würde ich sagen. Und zwar haben wir eine neue Galaxie entdeckt. Und zwar heisst die Schlafzimmer. Gut. Das Bilderbuch ist noch ergänzt worden, aber es interessiert uns echt nicht. Okay, dank dir deinen Freunden sind die Kuppel und unser Stockwerk angesprungen. Sobald die Maschine am Maschinenraum im obersten Stockwerk wieder einspringen, damit die Maschine weiter des Kometen wieder als Sternschiff fungieren können. Wenn es nach Ruhezentrum des Universums reisen könnte, wo die kostbare Person auf dich wartet. Jo, nur mit dir, Kollege. Du bist viel geiler als Peach, ganz ehrlich. Dieses Emo-Girl. Ah. Nein, ist gut. Nice. One. Merci vielmals fürs dabei sein. In der Küche. Halt der Latz. In der Küche. Halt der Latz. Kollege. Und das nächste Mal sehen wir uns im Schlafzimmer. Ich muss noch meine Mails abchecken und tot drei Tür. Oh Mann. Bis dann und ciao.